zweimal Bravo, Cebu Dara. Ja. Haben dann Herrn O'Connor hochgenommen, das ist glaube ich ein Kollege außer Dienst aktuell. Er ist auch ein Angestellter von mir, ja. Ja, genau. Bewaffnet mit HK416. Streife 3 aktuell vor Ort. Scheint so, als wären die Täter nicht mehr da. Ja, der hat sie mich schon angerufen, ne? Okay. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Haha, hast du gedacht, weil Louis du hast die FA nicht bei mir gemacht, das möchte ich noch am Rande behaupten. Was sagen die? Ich werde hier voll gespammt, nochmal bitte. Ich hab gesagt, die FA hast du nicht bei mir gemacht. Nee, dann würde ich ja jetzt im Baum hängen. Also, Lakeside Airport, mögliche entführte Person. Ja, ob entführt ist, weiß ich nicht. Wurde nur Überfall gemeldet. Warum wird die Streife nicht losgeschickt, die hier am W&R steht? Keine Ahnung. Streife 3 ist schon vor Ort, also... Ach so, ja gut. Also wahrscheinlich nur noch wir als EL benötigt, wenn keine Täter mehr vor Ort sind. Wo ist denn das konkret? Das ist, glaube ich, beim Heli-Landeplatz. Ich möchte ja, das beim Heli-Ausparkplatz. Kommen Sie. Ah ja. Ja, PC hat jetzt nochmal einen Abschnitt von uns geschickt, da der anscheinend vergessen wurde. Komm. Rechts. Hab ich sie mit. Kommen. Leitstelle N. Okay, die haben die Logitrans überfallen. Das ist ihr Todesurteil. Moin. Oh. Hallo, Herr Gott. Tach, ich war Einsatzleitung. Sorry fürs nicht rangehen. Was ist Phase? Alles gut. Ja, Cebu Dara hat mich und den Kollegen gerade hops genommen. Cebu Dara, sicher, ja? Ja. Sagen wir es so, das wären die Einzigen, die jetzt in letzter Zeit einen Grund von mir bekommen hätten, weil ich die ja nicht angeranzt habe, aber halt gebeten habe, umzuparken, weil die quer vorm Schießfach standen. Okay, warum haben die dich hops genommen? Wegen? Weil ich den einen Typen gebeten habe, sein Fahrzeug umzustellen, weil das vorne im Schließfach stand und ich da gerade einladen wollte. Ja. Ja. Okay. Deswegen sind die hier angekommen und haben mich... Moment, ich muss die Frau Kellerin kurz wegklappen. Ja. Ich bin gerade sehr motiviert. Ja. Ich regel ja, das halt mal so. Über Facebook, glaube ich. Da machen sie das, Mann. Aber wir haben auch eine Fahndung schon eingeleitet nach den Fluchtfahrzeugen. Und 81 Rüttler kann auch nochmal bestätigen, dass das Cebu Dara ist. Okay. Weil der hatte mir das auch einmal. Vielleicht rufen die mich ja an. Bestätigt. Das hat ja auch. Ja, wie gesagt, müssten jetzt mindestens 6 Mann sein, die gerade da sind. 3 waren bei uns beteiligt und die Frau Keller meinte auch, dass sie gerade von denen irgendwie hochgenommen wurde. Ja. Weiß nicht, was da jetzt Phase ist. Kann Murat, glaube ich, Besseres zu sagen. Schreibt sie mit Sprechwunsch kommen. Ja. Okay. Das bin nicht ich. JCPD, Cord ist hier. Du hast einen schlimmeren Klingelton. Einen wunderschönen guten Tag. Moin, Taschen, wer ist denn da? Brian Taylor war bereit, wie kann ich helfen? Sie sind Leitung vom Cebu Dara Kartell. Mit Sprechwunsch so richtig, kommen. Mit Leitung. Ja, ah ja, okay. Könnt ihr mir erklären, warum er Logitrans-Mitarbeiter hops nimmt? Logitrans-Mitarbeiter hops nehmen? Ja, den Herrn O'Connor. Ja, check, Leitung. Würde ich mich nicht daran erinnern. Also muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir chillen hier gerade bei uns in Lake, an der Hütte. Ja. Und ja. Also, haufenweise Zeugen konnten bestätigen, dass ihr dann wart, oder zumindest Leute von euch. Leute von uns konnten was bestätigen? Nee, es konnten Haufen Leute das bestätigen, dass das Leute von euch waren. Ach so, wer kann denn das sowas bestätigen? Da kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben. Ja, natürlich. Ne, das ist, dann ja, darf ich nicht. Nee, verständlich, auch, und unter anderem auch verständlich. Nee, aber wir sind momentan eigentlich bloß bei Kiki, ja, aus Personenschutz, und die restlichen von uns kann ich ja per GPS nachverfolgen. Die sind bei uns hier gerade in Lake. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne vorbeikommen. Wo sind Sie denn? Wir sind gerade in Lakeside bei den Koordinaten 084012. Es sind 2 Hotels und so eine Doppelhaus, die haben uns angebietet. Ja, weil ich rufe jetzt gerade nicht als Polizist an, ne? Ja, ich meine, Sie können ja gerne vorbeikommen. Ja. Wir sind auf dem Dach vom linken Gebäude, wenn Sie vor den beiden stehen. Da können wir ein bisschen schnacken hier. Ja, würde ich gleich mal vorbeikommen, ne? Wunderbar, alles klar. Ich danke Ihnen. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Meine Adresse ist derzeit noch aktuell auf diesem Haus. Okay, die Herrschaften. Der Boot sind bei mir in Blazer. Also die Leitung von Cebu Dara sagt, das waren definitiv nicht seine Jungs. Die sind am Hotel in Lakeside. Da würde ich jetzt mal mit Espinosa kurz vorbeifahren.
Wer kann denn das konkret bestätigen, dass das die waren? Also Rüttler hatte zu mir gesagt, dass das Sebudare ist. Und ich bin halt auch der Meinung, dass das, also erst war ich der Meinung, dann hatte Rüttler mir gesagt, dass die das sind. Was waren das denn für Autos? Ein schwarzer Ford Explorer und zwei dunkelgraue Brabus. Dann schauen wir uns das mal an. Ihr nehmt das hier auf. Wir schauen uns vor Ort mal um, ob die da irgendwas haben, ja? Alles klar, machen wir so. Alles klar, guti. Dann bis gleich. Ja, schauen wir mal. Da habe ich wenig Interesse dran. Woran hast du wenig Interesse? An Gangs, die meine Mitarbeiter hops nehmen. Ach so, ja, logisch, klar, verständlich. Sieht aber nicht so aus, als wären da die Autos, ne? Nö, das sind nicht die Autos. Wunderschön. Sehr schön. Schönen guten Tag. Moin. Wie kann man Ihnen weiterhelfen? Wunderschön. Wer ist denn hier der Chef? Bitte ran. Fünf Leute. Frank, Coco, Taylor. Wird einmal runterkommen. Dorsländer, ich hab dir gerade gesagt, geh nach hinten, dann gehst du bitte jetzt auch nach hinten. Mhm. Haben sie auch richtig gut im Griff, ihre Jungs. Und die anderen müssten dann gleich auch noch kommen. Kleinen Moment, bitte. Die werden gerade auch noch hier, oder nicht? Wunderschönen. Moin. Nummer 1, da fehlt, da ist Nummer 2. Ist Ethan auch noch, ist Ethan da auch noch da? Nee, das ist bei Kiki ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Wie kann dir helfen? Und der dritte klettert gerade noch den Kran runter. Bin eher der Löckler, aber geile Streams kleiner als 3. Ja, es hieß halt, dass ihr den Herrn O'Connor hops genommen habt. Und wie wird das auf uns zurückverfolgt? Indem Zeugen Aussagen bestätigen, dass ihr dann wart. Was sagen die Zeugen? Ja, das waren so Typen mit schwarzen Oberteilen, weißen Hosen, oder wie? Das waren die Sebudara-Kartell-Leute, haben die gesagt. Das würde mich tatsächlich sehr wundern. Möglich, weil wir waren wirklich die ganze Zeit hier und haben gequatscht und so. Stich, beziehungsweise waren... pendeln auch teilweise zu Kiki, weil Kiki von dem Platz momentan keine Ahnung, was gehandelt wird. Was hatten die für Autos? Hier einen Explorer und zwei silbergraue, was war das, Espinosa? Brabus war das. Brabus. Ja, Brabus fahren mehrere Leute, ne? Ja. Ich fahr zum Beispiel da hinten ein. Dann da drüben stand irgendwann mal noch einer. Ich meine, bestimmt 6-7 Leute von uns haben allein schon Brabus. Die Dinger sind halt einfach super. Fährt jemand von euch einen Explorer? Meines Wissens nach nicht, zumindest. Keine Ahnung, ne? Okay, ich will nämlich nur sicherstellen, dass meine Mitarbeiter hier in Ruhe arbeiten können. Ja, nee, natürlich, verständlich. Also ich meine, wenn wir es gewesen wären, dann würden wir dazu auch stehen, da hätten wir die Eier in der Hose. Aber wird es nicht meines Wissens nach, dass da irgendjemand von uns, weil, wie gesagt, wir sitzen da oben, wir haben die ganze Zeit ein Auge auf die Karte mit den GPS-Dingern und so. Ja. Also die einzigen Leute, Kiki und hier. Ich will euch bloß grundsätzlich eins sagen, weil wir jetzt noch nicht das Vergnügen hatten, so richtig miteinander mal geschäftlich zu sprechen. Ich schätze es sehr, wenn meine Mitarbeiter in Ruhe arbeiten können. Dafür machen die nichts Illegales und lassen euch in Ruhe. Wenn die sich natürlich scheiße euch gegenüber benehmen, dann ist das so, ne? Dann wissen wir alle, was passiert. Solange die sich aber anständig benehmen und es keinen Grund gibt, schätze ich das sehr. Weil ich schätze es nicht so sehr, wenn ich mich in das Geschehen hier einmischen müsste. Und wie ihr sicher wisst, habe ich da so die ein oder anderen Connections. Aufpassen, da ist noch ein Slimmer Mercedes AMG, soweit ich es richtig gesehen habe. Bei der Polizei kommt man ein bisschen rum. Als Polizeipräsident... Als Pressesprecher der Polizei, genau.
Ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen und, ey, das ist mein Witz. Ich glaube, ich habe einige Freunde, mit denen man sich's auch nicht verscherzen möchte. Dementsprechend, ne, wie gesagt, ich pisse euch nicht ans Bein, ihr pisst mir nicht ans Bein. Ist das in Ordnung? Ja, auf gar keinen. Na, natürlich. Nochmal als Information für Sie, also grundsätzlich nehmen wir überhaupt keine Leute hoch, einfach so aus irgendeinem Grund. Also, das kommt nicht vor und das wird niemals vorkommen. Was gut. Manchmal passiert, keine Ahnung, was da jetzt war. Wir waren alle hier. Aber wenn jemand große Schnauze zu uns hat natürlich, dann wehren wir uns, dann lassen wir uns das nicht gefallen. Das ist völlig verständlich. Damit muss natürlich auch jeder Mitarbeiter von mir rechnen. Deswegen haben die auch die Anweisung, vor Gangs und wie auch immer ihr euch jetzt nennt, die Klappe zu halten, ja. Gut, okay, mehr wollte ich gar nicht. Dann danke ich euch für die Zeit, ja? Wunderbar, alles klar. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, die Herrschaften, ne? Macht ihr die Tschüss. 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 Schönen Tag noch. Ich krieg den nächsten Taser-Schuss, Alter, ich schwör's dir. Gut, dann sagst du Bescheid, dass wir Gericht sind? Ja. Jo.